Herzlich willkommen zu unserer Mittwochsandacht. Viele Menschen beten, manche täglich, manche mit eigenen Worten, andere sprechen ganz bestimmte Gebete. Wie halten Sie es mit dem Beten? Ich habe mir Gedanken zu diesem Thema gemacht. Ausgegangen bin ich dabei von diesem Spruch, der oben rechts in unserer Kirche die Wand ziert. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Er stammt aus der Lutherbibel, aus Paulus' Brief an die Philipper, Kapitel 4, Vers 13. In anderen Bibeln, zum Beispiel in der Bibel in gerechter Sprache, aber ist Vers 13 so übersetzt. Ich vermag nämlich alles, weil Christus mich dazu stark macht. Im vierten Kapitel beschreibt Paulus an seinem eigenen Beispiel, wie ein Mensch in guten Tagen des Überflusses als auch in schlechten Tagen des Mangels zurechtkommt, wenn er auf Jesus Christus vertraut. Aus dem Zusammenhang gerissen dachte ich immer, der Spruch bedeute, dass wenn ich aus ganzem Herzen bete, beziehungsweise Jesus bitte, dass meine Wünsche dann erfüllt werden. Bei Matthäus im 7. Kapitel heißt es, bittet und Gott wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und ihr werdet eingelassen. Alle, die bitten, werden empfangen und die suchen, finden und die klopfen, werden eingelassen. Nun habe ich schon oft gebeten, gesucht und angeklopft und meine Wünsche haben sich nicht erfüllt. Wie kann das sein? Habe ich falsch gebetet oder kann Gott mir meine Wünsche nicht erfüllen? Ist Beten gar sinnlos? Falls Sie schon mal Fußball schauen, da gehen manche Spieler auf das Spielfeld und bekreuzigen sich. Bitten Sie Gott um einen Sieg? Und ich gebe zu, ich habe auch schon mal gebetet, lieber Gott, lass Schalke 04 heute gewinnen. Da mir das nachweislich nicht erfüllt worden ist, habe ich gedacht, es ist ja vielleicht auch nicht wichtig genug. Als ich das einer Freundin erzählte, sagte sie zu mir, glaubst du an Magie? Und sie meinte, die sich bekreuzigenden Fußballspieler beten eher um Kraft für sich selbst in diesem Moment. Das gab mir zu denken. Und tatsächlich beten ja auch wahrscheinlich die Fans der Gegenseite um einen Sieg für ihre Mannschaft. Ganz schlimm ist es, wenn früher in einem Krieg die Waffen gesegnet wurden und darum gebetet wurde, den Gegner zu vernichten. Solchen Wünschen kann ein die ganze Welt liebender Gott nicht nachkommen. Was aber, wenn ich für die Gesundung eines Menschen bete, für ein gutes und erfülltes Leben? Wenn ich für Verstorbene und deren Angehörige bitte, bewirkt das etwas? Es sind positive, liebevolle Gedanken. Von vielen gedacht, erzeugen sie meiner Meinung nach eine Energie, die nicht ungehört bleibt, bei Gott und bei den Menschen, die sie erdenken. Auch andere Weisheitsreligionen bieten anregende Gedanken in diesem Zusammenhang. Der Dalai Lama, das Oberhaupt der buddhistischen, tibetischen Mönche, ist verantwortlich für folgenden Weisheitsspruch. Bedenke, nicht zu bekommen, was man will, ist manchmal ein großer Glücksfall. Vielleicht haben Sie es selbst in Ihrem Leben auch schon erfahren. Was hat sich nicht alles anders entwickelt, als wir es wollten? Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, es ist gut so, wie es ist. Trotzdem, das Beten fällt leicht, wenn das Herz übervoll ist. Hoffen, jubeln, aber auch seufzen und klagen, das kommt ganz aus dem Herzen und macht es uns leicht, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wir Christen dürfen vertrauen auf unseren barmherzigen, gnädigen Gott und auf Jesus Christus,
der für uns, wie es in dem Kindergebet »Müde bin ich, geh zur Ruhe« heißt, allen Schaden gut macht. Wir sind in Gottes Liebe durch Jesus Christus geborgen in Freude und Leid. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 1, fand ich die Worte, »Herr, lehre uns beten«, weil auch die Jünger unsicher waren, wie man richtig betet. Daraufhin lehrte sie Jesus, das Vaterunser, dass wir heute in jedem Gottesdienst beten. Ich bete es eigentlich auch täglich, aber manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich es einfach so herunterspreche bzw. denke. Das finde ich dann nicht gut. Ich möchte dann hinzufügen, du Herr weißt besser, was in mir ist, als ich selbst. Sei mir gnädig und lenke meine Schritte so, wie du mich gedacht hast. Auch Jesus betete ja vor seinem Tod, als er sich einsam und von Gott verlassen fühlte. Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich gestehe, ich bete nicht jeden Tag mit eigenen Worten. Abends bin ich oft zu müde und ein reines Ritual befriedigt mich nicht. Das kann und darf aber bei Ihnen ganz anders sein. Probieren Sie es aus, wann und in welcher Form Sie am besten beten können. Gott hört Sie. Ich kann die richtigen Worte zu Gott am besten allein bei einer Meditation oder einem Spaziergang finden. So will ich schließen mit einem Gebet. Liebender Gott, schenke mir Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein Herz voller Liebe. Lass mich empfindsam sein für deinen Willen, die von dir geschaffenen Menschen, Tiere und Pflanzen. Wenn ich nicht die richtigen Worte finde, du weißt, dass ich dir nahe sein will im Hier und Jetzt. Gewähre mir deine Gegenwart, so bin ich glücklich. Amen. Und so bitten wir dich um deine segnende Gegenwart in den nächsten Tagen. Amen.